gestern auch ein echt giftiges Training gehabt, was die Zweikampfführung angeht, Intensität angeht. Das, was wir eigentlich auch haben wollen, weil das sicherlich das ist, was uns Samstagabend dort erwarten wird. Definitiv fehlen wird Felix Agu aus bekannten Gründen. Er hat jetzt wieder ein bisschen mehr Probleme gehabt. Ansonsten haben wir viele Fragezeichen, muss man sagen. Marvin Ducksch, Niklas Schmidt, gestern krank gewesen, heute noch immer nicht so, dass sie mit der Mannschaft trainieren können. Fülle auch nach wie vor Fragezeichen, will ich noch nicht ganz ausschließen, dass er vielleicht doch zur Verfügung steht, aber konnte jetzt die Woche nicht mit der Mannschaft trainieren. Erin Dingci auch jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme gehabt am Fuß, und Amos Pieper diese Woche wieder, ja, so wie eigentlich die letzten Wochen auch. Da müssen wir einfach immer jetzt mit seinen Geschichten von Tag zu Tag gucken. In den letzten Wochen hat es gut funktioniert. Ja, das ist ein Gegner, der natürlich auch jeden Punkt braucht und der speziell vor eigenem Publikum in einem sehr lauten Stadion, vielleicht dem lautesten der Liga, einfach auch eine gewisse Wucht entfacht und sehr geradlinig spielt. Ich glaube auch einfach im Winter nochmal sich richtig gut verstärkt hat. Das zeigt sich auch auf dem Platz. Ich glaube, viele Sachen, die sie im Winter gemacht haben, waren richtig und haben die Mannschaft besser gemacht. Ich finde schon, dass das eine Mannschaft ist, die eben über diese Wucht, über diese Geradlinigkeit, über eine sehr klare Linie auch, wie sie verteidigen, wie sie spielen, dann eben aktuell wieder mittendrin ist im Geschäft, um auch in der Liga zu bleiben. Das sah, glaube ich, auf halber Strecke schon mal ein bisschen kritischer aus. Und deshalb wissen wir, dass wir dort eine Topleistung brauchen. Wenn man über mannschaftstaktische Abläufe spricht, wenn man über eine Grundidee von Fußball spricht, dann wird die sehr ähnlich sein. Trotz alledem ist klar, dass sich das Spiel mit Spielern auch verändert, je nachdem, was da für Spielertypen sind. Man wird sich immer wünschen, dass alle zur Verfügung stehen, aber ich glaube, das geht in dieser Liga keinem Trainer so. Und man muss immer an Lösungen denken, heißt eben dann die bestmögliche Aufstellung, bestmögliche Herangehensweise mit den Spielern wählen, die zur Verfügung stehen. Ja, es war ein außergewöhnliches Erlebnis. Daneben halt auch gekrönt mit einem guten Ergebnis für uns, was nach den Vorwochen wirklich wichtig war, beides zusammenzubringen. Gute Leistung und ein Ergebnis. Gute Leistung haben wir in den Wochen vorher auch mitunter gezeigt, wurden da leider dann nicht, zumindest nicht in Form von Siegen belohnt. Und deshalb war das wichtig, war der Mannschaft auch anzumerken, dass das natürlich ein Erfolgserlebnis ist, das uns Rückenwind gibt. Und jetzt geht es an die nächste Aufgabe. Da ist einfach wichtig, natürlich diese positiven Emotionen aus dem Spiel mitzunehmen und trotzdem eben bei harter Arbeit zu bleiben, konzentriert zu sein, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren, weil du eben auch so schön das Erlebnis war, dir dann am Samstagabend auf Schalke dafür nichts mehr kaufen kannst. Gestern auch ein echt giftiges Training gehabt, was die Zweikampfführung angeht, Intensität angeht. Das, was wir eigentlich auch haben wollen, weil das sicherlich das ist, was uns Samstagabend dort erwarten wird. Und deshalb habe ich jetzt aus der Trainingswoche ein gutes Gefühl für die Mannschaft, gutes Gefühl für uns. Schöner ist es, wenn über Spieler gesprochen wird, die mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden, weil sie gute Leistung bringen und nicht, weil man vielleicht irgendwo Spieler verkaufen muss oder weil alle weg wollen. Ich versuche immer, die Spieler mit meiner Arbeit, mit der Arbeit meines Trainerteams, mit dem Fußball, den wir hier spielen, zu überzeugen, möglichst auch einen Weg weiter bei uns zu sehen, weil man sich hier vielleicht entwickeln kann, weil man hier vielleicht auch gemeinsam Dinge aufbauen kann, weil man sich hier wohlfühlen kann, weil man hier so genommen wird, wie man auch ist. Und das ist das, was ich machen kann, was ich tue, damit wir erfolgreich sind.